Leute, was geht ab, Leute? Tom hier. Ich hoffe, ihr kennt diesen Weg. Und diesen Weg sind wir schon 8 oder 9 Mal gegangen. Das hier ist Feldmoching. Die letzte U-Bahn-Station von der U2 Richtung Norden. Ich mache hier meine Arenen. Das sind 7 Stück. Eine habe ich bereits Gold. 2 sind kurz vor Gold. Und das nach 8 bis 9 Besuchen ist ziemlich stabil. Ich bin hier eigentlich immer sehr, sehr lange drin. Grüße gehen raus an die Feldmochinger. Sehr nett oder sehr inaktiv. War schon lange nicht mehr da, also dachte ich mir, statte ich den wieder einen Besuch ab und übernehme ein paar Arenen. Ich habe gerade die erste Arena schnell geplättet, weil gleich schlüpft ein Raid. Ist aber ein 5er, den können wir nicht machen. Und dadurch habe ich noch die 2 Quests von gestern Abend noch erfüllt. 2 Mankey Quests, aber... Ups, das ist der Stapel. Ich hasse das, dass man erstmal die Box abholen muss. Das war's. Was wollen wir sehen? 100er Vogel. 100? Ich weiß gar nicht, was 100 ist. Holen wir später ab. Und das zweite Mankey und ich glaube, ich muss hier irgendwo rechts. 4,99? Nee, schade. Ich bin fertig mit dem Gebiet. Also nicht fertig im Sinne von alles Gold. Sondern ich sitze überall drin. Das sind die Arenen. Feldmochinger Kreuz auf Gold. Steinkuh fast auf Gold. 9 Tage drin gesessen, einfach durchgefüttert, so viel ging. Die Arena dies leidend, weil auf der Seite sind 3 und da sind 4. Und da habe ich schon eine Gold, eine fast Gold und eine überhaupt nicht Gold. Und ich habe keinen Bock, nur für diese eine Arena dann noch diesen extra Weg zu gehen. Das ist halt die Line Arena, die hier. Die ist dann nochmal ein bisschen weiter. Ich habe nur mal so drauf geschaut, aber kein Bock, die zu machen. Da haben wir die, auch fast Gold. Da sitze ich schon länger drin. Die nicht wirklich lange, wenn es mal laden würde. Genau. 2 Tage gesamt ist halt nichts. Richtig geizig bei der Arena. Bei der auch. Also die ersten 3 oder 4, da ist echt schwer. Aber ist halt näher am Bahnhof. Und für die letzten 3, ja. Aber ist okay. Kann nicht klagen. 10. Besuch, sag ich mal, offiziell. Bin mir aber nicht sicher. Dafür eine Arena auch schon auf Gold. 2 fast auf Gold. Gutes Gebiet. Es gibt schlimmere Gegenden. Das auf jeden Fall. Ich hole mir schnell da vorne eine Mankey Quest. Heute sind nicht so viele am Start. Zumindest nicht in der Innenstadt. Vielleicht ein bisschen weiter außerhalb, aber das ist nicht mein Gebiet. Darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Und bevor wieder alle fragen, wo ich diese Information habe, ich habe ein Video dazu gemacht. Zack. Ich bin ja gerade für eine Quest ausgestiegen, hochgegangen, habe sie geholt. Genau dasselbe gerade nochmal, nur für eine Mankey Quest. Jetzt zum Hauptbahnhof, da sind zum Glück 3 oder 4. Da sind wir auch schon wieder mit den Mankey. 3 saftige Stück und nicht 100. Die 91. Das kann eine Weile dauern. Ich weiß gar nicht, wie viele Pandier ich gemacht habe, aber ich habe 200er bekommen und 2 Shiny. Aber da habe ich, glaube ich, am Tag weniger gefangen oder gesucht bekommen, weil die waren ja seltener und schwieriger zu machen. Mein Gott, zum Glück habe ich euch aufgefangen. Odeonsplatz, hier beginnt die Farmroute. Wer mein München-Guide-Video gesehen hat. Dreh ein paar Runden, sammle meine Geschenke, mache hier und da ein paar Rocket-Stops und die Bosse und dann auf dem Heimweg hole ich mir nochmal ein paar Mankey ab. Ich habe Arlo besiegt. Kriege ich einen shiny Sichtler? Nein, leider nicht. Ja, toll. Vor uns ist ein Rotoborf. Den gönne ich mir. Ist jetzt nicht allzu selten, ausgehend vom Wetter ist er eigentlich sogar recht häufig. Aber einen guten haben wir leider noch nicht. Und da vorne ist ein Stop gerade aufgetaucht. Den können wir uns auch noch direkt gönnen. Ich habe Sierra besiegt. Können wir uns einen Shiny Sneeble gönnen? Krypto? Wahrscheinlich nicht. Nee, Stein können wir uns auch nicht gönnen.
Und schauen wir mal. Nee, leider nicht. Boah, ist so kalt. Ich bin schon auf dem Heimweg. Ich habe jetzt die drei Mankey Quests doch nicht mitgenommen. Hatte keinen Bock mehr, zu müde, zu kalt. Aber ein Raid habe ich noch schnell mitgenommen, weil Tagespass muss weg. Kobalium, aber nichts Besonderes. Sogar ein paar Kollegen waren am Start. Mugat und oh, wie heißt der nochmal? Simon. Bisschen Interaktion, das ist immer gut. Ich treffe mich jetzt noch schnell mit einer Kollegin hier aus der Nachbarschaft für einen Glückstausch und dann packen wir es heim, Alter. Zu kalt. Oh. Jo Leute, was geht? Nächster Morgen, wir sind wieder zurück. Ich bin hier noch den Glückstausch ein. Waren Zubiris gegen Zubiris. Ist kein 100er geworden, aber ein weiterer für die Sammlung abgehakt. Grüße gehen raus an Conny, vielen Dank. Ja, und jetzt, was soll ich sagen? Im Shop sind jetzt die Radare aufgetaucht für 200 Münzen. Und es sind halt normale Radare. Ich hatte die Vermutung, vielleicht legendäre Radare. 200 Gold, 200 Münzen wäre dann dementsprechend gerechtfertigt, okay. Fairer Preis, würde ich sagen. Aber um jetzt Sierra, Cliff und Ardo herauszufordern, kann man diese Radare kaufen. 200 pro Stück, kann man einen herausfordern, besiegen. Sind relativ schwer, sag ich mal. Schon anspruchsvoller, viele im Internet, viele online leiden. Es gibt viele Guidesets, ich glaube, ich mache keinen dazu, weil jeder stürzt sich auf dieses Thema, um da Klicks zu generieren und sein Wissen zu verbreiten, wie man das macht. Ich denke, am besten schaut ihr euch das einfach an, probiert ein paar aus und man lernt dann einfach schon so nach Gefühl und so, was die, so die besten Konter sind. Dementsprechend werde ich, glaube ich, dazu kein Video machen, aber ich meine, ihr könnt meine Videos schauen und dann sehen, was ich so verwende und während ich die mache, versuche ich da dann auch ein bisschen zu erklären. Aber die Radare, die man kaufen kann im Shop, sind halt jetzt nicht für Giovanni. Vielleicht möglicherweise in Zukunft, wenn Giovanni freigeschaltet ist, dann auch für Giovanni. Dann wäre der Preis für mich gerechtfertigt. Aber momentan ist es halt für die drei. Und es nein, Digga. Nein, Digga, nein. Mein Geld kriegt ihr dadurch nicht. Weil ich kann einfach 6 machen und dann den umsonst herausfordern. Und selbst wenn, ich will den nicht unbedingt herausfordern. Ich will keine 200 Münzen ausgeben, um den herauszufordern, weil die geben mir nichts Besonderes. Die geben mir nichts, was 200 Münzen wert ist. Mich interessiert schon, aber nicht so sehr, dass ich 200 Münzen dafür ausgeben will. Ein Shiny Mauzi Crypto, Sneeble Shiny Crypto oder Sichlor Shiny Crypto und die Chance auf einen Stein oder so. So interessant ist das nicht. Also ich mache die gerne jetzt nebenbei, weil ich halt ich mache immer alle Crypto Stops, die ich sehe, Rocket Stops. Und dann sammle ich halt 6 und dann mache ich nochmal einen extra, den Boss. Wenn ich fleißig bin, schaffe ich vielleicht 3 am Tag dadurch, also 18 Rocket Stops. Wenn nicht, dann mache ich halt ungefähr 1 oder 2 Bosse, also 6 bis 12. Und dann vielleicht noch ein paar Pässe sammeln, also ein paar Radarteile, dass ich dann am nächsten Morgen direkt 9 herausfordern kann. Aber das war's dann auch. Also ich gebe sicher nicht 200 Münzen aus, um dann einen Boss herauszufordern und dann nochmal 200 und dann nochmal einen Boss herauszufordern. Dafür ist der Anreiz bei mir null da. Ich kann das auch nicht verstehen, dass das irgendjemand macht. Falls ihr es machen wollt, könnt ihr es gerne machen. Aber ich persönlich sehe da null Anreiz dafür. Könnt ihr gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht hätte ich das fragen sollen, bevor ich meine Meinung abgebe. Weil jetzt seid ihr natürlich ein wenig voreingenommen durch meine Meinung. Aber, Digga, nein. Einfach nein. Ich verstehe schon. Klar, es gibt Dorfspieler, die haben nicht so viele Stops. Die müssen erstmal voll lange sammeln, bis sie 6 Rocket Stops besiegt haben für den Radar. Verstehe ich alles vollkommen und die geben dann einfach direkt 200 Münzen aus, können endlich mal einen Boss besiegen und dann sich was gönnen. Natürlich gibt es solche Situationen auch, aber ich meine so allgemein. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel wie immer, aber ich meine jetzt so die breite Masse, nee, sehe ich einfach nicht. Wie gesagt, wenn später vielleicht Giovanni freigeschaltet wird und man damit auch Giovanni finden kann, legendäre Krypto, 200 Münzen, so wie ein krasser Raid Pass, also ein teurer, doppelt teurer Raid Pass, ja. Würde ich schon machen, aber für die jetzt Sneeble, Sichler und Mauzi, nee, danke. Das war so meine Meinung zu dem Ganzen. Das Event momentan haut mich nicht vom Hocker. Die Raid-Bosse sind schlecht. Ich meine, ich mache eigentlich nur noch Kobalium jetzt, vielleicht in Raichu, wenn ich sehe. Event an sich ist nichts am Start, außer halt vermehrt Rettern, Mauzi und Smogon. Smogon habe ich schon shiny, das heißt, Rettern kann ich jagen, wenn ich wollen würde. Mauzi interessiert mich nicht, weil ich einen Mauzi-Klypto-Shiny haben will. Aber ich bin nicht bereit dafür, 200 Münzen auszugeben. Dementsprechend mache ich halt meine 6 Rocket Stops und dann suchen wir Cliff.
Das ist wahrscheinlich so der Plan. Ich freue mich schon, wenn das Event zu Ende ist. Ich muss sagen, das ist irgendwie ziemlich enttäuschend. Ich kann es echt kaum abwarten, bis das Event zu Ende ist, weil das ist so schlecht. Ich will die normalen Raid-Bosse wieder haben, die gegen Kobalium gut waren. Magma hatte ich gebraucht, Mikado hatte ich gebraucht. Also echt eine Menge. Alle Einser waren sogar interessant. Zweier, alle außer Igelava waren interessant. Aber jetzt momentan, ja, Zubat könnte man vielleicht machen. Und für alle, die nicht so auf Shiny Crypto aus sind, Mounty Raids könnte man auch machen. Aber ja, nicht wirklich, oder? Ja, ihr seht, ich bin nicht so begeistert vom Event. Hier und da kann man auf jeden Fall immer was finden. Und wenn nicht, Arenen kann man immer machen. Arenen, beste. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Mies ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.